Ja, der Friede und die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Zuerst einmal, ich wünsche euch natürlich frohes neues Jahr, alle zusammen. Und dass ihr gesund und munter durchgekommen seid, dass euch nichts passiert ist am Silvesterabend. Die einen sind ja natürlich losgezogen und haben sich volllaufen lassen bis zum geht nicht mehr. Das habe ich auch von mir gekannt, weil das für mich ein Tag war, wo ich natürlich so drauf gewartet habe, dass ich mir alles Mögliche halt besorgt habe und losgezogen bin und ja, einfach mein Ding durchgezogen habe, ne? Aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle, weil der Herr Jesus Christus mein Herz gereinigt hat und ich nicht mehr auf dieser Schiene mehr bin. Denn ich gehöre dem wahrhaftigen Gott und dem ewigen Leben an. Und er hat mein Herz gereinigt, sodass ich nie wieder zurückkehre in diese elende Welt. Natürlich hat man hier und da Probleme und alles. Und manche versuchen sich halt in Alkohol oder andere Dinge zu verschwinden. Oder wie sagt man, dass sie sich versuchen, irgendwie anderweitig das Ganze, die Probleme damit zu lösen, ne? Und das ist aber nicht die Lösung eines Problems. Die Lösung eines Problems ist, dass man dem Herrn Jesus Christus vertraut und ihm sein Leben übergibt. Ja, das ist die Lösung aller Probleme. Der Herr Jesus hat eine Lösung für alle Probleme. Aber das ist jetzt nicht das Thema. In diesem Video geht es darum, dass ich dachte, dass der Islam hat ja an Perversionen schon einiges uns bieten können. Aber als ich dachte, es geht nicht heftiger, da wurde ich wieder eines Besseren belehrt. Ich habe hier ein Video von einem Kuwaiti, Sheikh Musid Anwar. Ich wollte euch das mal zeigen, das ist so brutal, was der Typ sagt. Zieht euch bitte diese Märchengeschichte rein von Bukhari und Muslim. Das sind ja die authentischsten Quellen der Muslime, wo die halt Vertrauen zu haben. Wo das unantastbar ist, diese von Sahih Bukhari und Sahih Muslim. Sahih bedeutet ja korrekt, authentisch. Und da kann kein Muslim, also Sunni-Muslim, irgendetwas sagen. Die Schia haben natürlich andere Quellen, aber auf die Schiiten wollen wir nicht eingehen, weil sie die kleine Gruppierung im Islam sind und die ja nicht der Rede wert sind eigentlich, ne? Also wir wollen uns damit beschäftigen, mit der großen Gruppe, mit der wahren Strömung des Islams, der Sunniten. Und da wollte ich euch mal zeigen, was bei denen los ist in den Quellen. Ich danke Gott, dass ich nicht blind dem Islam gefolgt bin und wenigstens mein Herz geöffnet habe für die Wahrheit, dass ich die ganzen Sachen geprüft habe und mir gedacht habe, das kann doch nicht normal sein, was sich dort befindet. Jeder Mensch, deswegen sage ich immer in meinen Videos, jeder Mensch, der ein bisschen Verstand hat, würde sofort aufwachen und sagen, was ist das überhaupt für eine Religion? An was glauben wir denn da? Das kann doch nicht wahr sein. Zieht euch bitte diese Märchengeschichte aus 1001 Nacht rein. Das ist unfassbar. Achtung jetzt, passt auf. Ich dachte, das hat mich so umgehauen, was dieser Sheikh sagt. Der erzählt eine Geschichte aus Sahih Muslim. Und dann sagt er, da kam so ein Typ und hat den Mohammed halt in Frage gestellt oder nach dem Motto, was sind das überhaupt für Überlieferungen? Und jetzt passt mal auf, was der Sheikh sagt. Guckt euch das mal an, bitte. Ich mache mal ein bisschen lauter. Damit die Muslime, die halt Arabisch verstehen, das auch prüfen können. Aha, es ist also Ketzerei, den Propheten zu verfluchen, okay? Damit habe ich kein Problem. Damit habe ich auch kein Problem, wenn jemand dich für deinen Bart verspottet. Das mache ich ja nicht. Jetzt passt auf, was er sagt. Aha. Wie der Prophet sagte, wenn du aus deinem Schlaf aufwachst, wasche dir die Hand, bevor du zur rituellen Waschung in ein Waschgefäß eintauchst. Warum?
Weil du nicht wissen kannst, wo sie in der Nacht waren. Das ist ein authentischer Hadith aus dem Hadith-Sammelwerk von Muslim. Wascht also zuerst eure Hände nach dem Schlaf. Erst hiernach dürft ihr eure Hände in das... Jetzt passt auf, was er sagt. Nein, das ist kein Trottel, der dies fragte und dann sagte, passt auf, was derjenige, der diese Frage gestellt hat, hat gesunden Menschenverstand gehabt. Passt auf, was der fragt. Ich kann nicht wissen, wo meine Hände während der Nacht sind. Was für ein Blödsinn. Ja, das hat er recht. Wie, ich kann nicht wissen, wo meine Hand drin steckt oder was? Das ist ja unglaublich. Ich weiß also nicht, wo meine Hand während der Nacht war. Jetzt bitte, ich bin fast gestorben. Ich schwöre es euch, das ist so krank. Passt auf jetzt. Achtung. Am nächsten Tag, als er aufwachte, steckte sein Arm bis zum Ellenbogen hin in seinem Fiem. Das kann nicht euer Ernst sein, Muslime. Ist das die Religion Gottes? Das ist die größte Lüge der Menschheitsgeschichte. 1001 Nacht Märchengeschichten. Um Himmels Willen, ihr müsst aufwachen. Ihr seid auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Am nächsten Tag, als er aufwachte, steckte sein Arm bis zum Ellenbogen hin in seinem Arm. Ist das zu fassen? Und das wird als authentisch eingestuft, diese ganzen Sachen. Das ist authentisch, sahih. Wie der das noch ernst meint. Jetzt erzählt er die Geschichte. أن عندهم قرية يقال لها دير أبي سلامة وكان بها رجل من العربان فيه استهزاء زائد بالدين فجرى يوم ذكر السواك وهو جالس الشيخ عمل محاضرة كلها عن السواك خطبة الجمعة كلها عن السواك عن السواك يبس والله لا أستاك إلا من الدبر شفت الفاجر بس فين فدوم لمن وبالفعل أدخل السواك الدبر Dieser schob den Siwak, diese Zahnbürste, wirklich in seinen Arsch. Während der Nacht bekam er deswegen Schmerzen. Ja. Ist das zu fassen? Hiernach litt er an Wehen, bis er ein Tier gebar, welches wie eine Maus oder Ratte aussah. Der Islam ist die größte Lüge der Menschheitsgeschichte, ihr Muslime. Wenn das als Sahih aus Sahih Muslim authentisch befunden worden ist, wer sagt mir dann überhaupt, dass die anderen Hadithe nicht auch alles Blödsinn sind? Alle Hadithe, die 300-400 Jahre nach Mohammed kamen, sind alles eine Riesenlüge. Und ihr glaubt blind Bukhari und Muslim und verwirft so eure Seele. Guck mal, diese arme Seele. Ich mach mich nicht lustig über diesen Scheich. Ich mach mich lustig über die Geschichten, die der glaubt. Hiernach litt er an Wehen, bis er ein Tier gebar, welches wie eine Maus oder Ratte aussah. Um Gottes Willen, Muslime. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Deswegen gibt es auch diese Gruppierung, diese Koraniten oder wie die heißen, die nur an den Koran glauben. Und nicht an die Hadithe, weil die gesehen haben, dass das ja völliger Blödsinn ist. Aber man kann die Hadithe ja nicht wegdenken. Ohne Hadithe gibt es ja kein Ramadan, kein Gebet. Man weiß nicht, wann man beten soll. Man kann nicht dem Propheten folgen, weil dort die, sag mal schnell,
hier das Vorbild Mohammeds ist ja wichtig für die Muslime. Wie sollen sie sich denn benehmen und verhalten? Das findet man alles in dem Werk von Bukhari und Muslim. Und da befindet sich auch so eine Katastrophe drin, die auch als Sahih authentisch eingestuft wurde. Machen wir weiter. Das Tier quiekte dreimal, bis die Tochter des Mannes ihr auf den Kopf schlug und sie starb. Gemeint ist die Ratte. Ibn Kathir, einer der höchsten Gelehrten der Muslime, es ist Sunnis. Ja, in der Tat ist das eine merkwürdige Geschichte. Aber ich habe die Quellen erwähnt, aus denen ich zitiert habe. Also dieser Scheich, der hat das nicht von sich selbst aus. Der zitiert gerade Sahih Muslim und Ibn Kathir, einer der höchsten Gelehrten für die Sunnis. Versteht ihr jetzt, was abgeht? Als ich sagte, wenn ihr Muslime nur aufrichtig und ehrlich seid und die Tafsir eurer Gelehrten durchgeht und die Aussagen eurer Gelehrten durchgeht, verlässt ihr heute noch den Islam. Islam ist die größte Sekte und Lüge, die es überhaupt auf der Welt gibt. Und ihr schwebt in allergrößter Gefahr, ihr Muslime. Ohne den Herrn Jesus Christus fährt ihr für alle Ewigkeiten in die Hölle. Habt ihr das gesehen, was für ein Blödsinn sich in Sahih Bukhari und Sahih Muslim befindet? Der ganze Arm war in dem Anus von einem anderen und dann bemerkt man das nicht. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Was ist das für eine Märchenreligion? Jeder einzelne Hadith von Muslim und Bukhari ist für mich die größte Lüge der Menschheitsgeschichte. Der ganze Koran ist eine Lüge der Menschheitsgeschichte. Die größte Lüge der Menschheitsgeschichte. Hier, das ist das wahrhaftige Wort Gottes, das nicht gefälscht werden kann. Denn Gott lässt das nicht zu, dass sein Wort verfälscht wird. Geht das in euer Kopf rein, Muslime? Denkt ihr allen Ernstes, dass Jesus zurückkommen wird, um Kreuze zu töten und Schweine, also das Kreuz zu zerbrechen und Schweine zu töten? Guckt euch an was die Muslime glauben in der Überlieferung bei Sahih Muslim. Achtung! Wo sind wir hier? Auf sunna.com, eine authentische Internetseite, die Referenzen angibt, wo sich das in den Büchern befindet, sodass jeder Muslim nachgucken kann. Sahih Muslim 155a. In der Buchreferenz finden wir das in Buch 1, Hadith 256. Achtung! By him in whose hands is my life, the son of Mary, hiermit ist gemeint der Sohn der Maria, Jesus, will soon descend among you as a just judge. Als ein gerechter Richter wird er kommen, um zu richten. He will break crosses, er wird Kreuze zerbrechen, kill swine und Schweine töten and abolish Jizya. Jizya ist ja die Schutzsteuer, die Christen und Juden zahlen müssen, um am Leben zu bleiben. Diese Widerwärtigkeit, deswegen sage ich immer, das musste man den Muslimen antun, damit sie mal wissen, was Mohammed und die Sahaba den Juden und Christen angetan haben mit Jizya. Denkt ihr im allen Ernstes, dass Jesus kommen wird, um Kreuze zu zerbrechen und Schweine zu töten? Ist das euer Ernst, Muslime? Ist das euer Ernst? Der Herr Jesus Christus wird kommen, um Gericht zu halten über diese gottlose Welt. Deswegen sage ich dir, mein lieber Muslim, wenn du die Stimme des Herrn Jesus Christus hörst, komme zu ihm, gib dein Leben ihm ab. Du musst eine Entscheidung für den wahren Jesus treffen, nicht diesen Fake Isa aus dem Koran. Den gab es nie und wird es auch nie geben. Der einzige Jesus, der authentisch überliefert worden ist, ist der Jesus aus der Bibel, der Sohn Gottes, der Mensch wurde, um für die Sünden der Menschen zu sterben,
Gott, der Allmächtige, wurde in seinem Sohn Mensch. Das ist, an was die Christen glauben. Und das ist auch die Wahrheit, auch wenn du nicht daran glaubst. Aber Gott wird Gericht halten und der Herr Jesus wird zurückkommen. Und der Herr Jesus Christus sagt in Offenbarung 3,11: Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Amen, Herr Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen. Offenbarung 22,7: Siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buch bewahrt. Offenbarung 22,12: Und siehe, ich komme bald, um mein und mein Lohn mit mir. Achtung, Muslime, das ist sehr wichtig. Der wahrhaftige Gott, der kommt bald. Und dann wird Gericht gehalten. Begib dich auf die Seite des Herrn Jesus Christus und nicht auf die Seite von Allah und Mohammed. Diese sind fake, diese gibt's gar nicht. Allah ist ein Mondgötze aus Saudi-Arabien. Der hat nichts zu tun mit dem wahrhaftigen Gott und dem ewigen Leben. Achtung, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einen jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Offenbarung 22,20. Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen. Ja, Herr Jesus, komm. Amen. Maranatha. So. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, sehe das nicht, dass ich dich angreifen will, Muslim. Ich will dir nur zeigen, was sich in deinen Schriften befindet. Ich muss für Klarheit sorgen, weil der Koran Lügen erzählt über Jesus. Diesen Jesus aus dem Koran hat es nie gegeben und wir haben auch gar keine authentischen Beweise dafür. Nicht mal historische Beweise für diesen Isa. Es gibt nur einen Jesus, den Sohn Gottes, der für dich gestorben ist und am dritten Tage auferstanden ist. Halleluja und Gottes Segen. Halleluja und ich wünsche dir Gottes Segen, dass du das erkennst, dass du den wahren Jesus in deinem Herzen aufnimmst. Und nicht sagst, sallallahu, nicht sagst, alayhi salam, Isa alayhi salam. Was ist das bitte? Jesus, der wahrhaftige Herr Jesus Christus, wird kommen, um allen Menschen ihr Lohn zu geben. Und Gott sei Dank habe ich das erkannt und ich mich auf die Seite des Herrn Jesus gestellt habe. Und deswegen mein Appell an dich, lieber Muslim, wenn du heute die Stimme des Herrn Jesus Christus hörst, verschließe dein Herz nicht. Komme und beuge deine Knie vor dem wahren und lebendigen Gott. Und gestern habe ich meinen Kindheitsfreund getroffen, den ich schon seit über 17 Jahren kenne. Und er verfolgt meine ganzen Sachen, die ich im Internet mache. Und er ist ja von Geburt aus Christ gewesen. Also er dachte immer, dass er Christ wäre. Als ich ihm von der Wiedergeburt erzählt habe, der wusste das alles gar nicht. Der wusste das gar nicht und seine Frau ja auch nicht. Sie haben mit mir gemeinsam gestern ihre Knie gebeugt vor Jesus Christus und haben ihr Leben dem Herrn gegeben. Das war der schönste Moment für das Jahr 2012, was ich bis jetzt hatte. Und das sind noch nicht mal, ein paar Tage sind jetzt vergangen. Und guck mal, wie der Herr wirkt. Das ist unfassbar, als wir das Übergabegebet gesprochen haben. Mein Herz ist so aufgegangen, das glaubt ihr gar nicht. Als hätte mir jemand Millionen von Euros gegeben. So hat sich das angefühlt. Einfach nur wundervoll. Wir haben unsere Knie gebeugt und haben die haben ihr Leben dem Herrn Jesus Christus übergeben. Eine wahrhaftige Buße hingelegt. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Muslime im Stillen den Islam verlassen durch diese Arbeit. Weil sie sehen, dass das ja alles völliger Blödsinn ist, was der Islam von sich gibt. Ja, die Muslime, die Verstand haben, die werden sofort wach und sagen, oh mein Gott, das ist ja die krankeste Religion, von der ich je gehört habe. Daran habe ich geglaubt. Ich muss ja so schnell wie möglich aufwachen. Und es gibt Muslime, die wachen auf. Und ich bin stolz auf dich, mein lieber Muslim, der du nicht so leichtfertig mit deiner Seele umgehst, der du erkennst, dass du schuldig bist vor Gott und eine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus triffst. Und ich empfehle dir natürlich, eine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus zu treffen. Koste es, was wolle, selbst wenn deine Freunde und Familie dich verlassen. Es spielt keine Rolle. Du wirst vor Gott alleine dastehen. Denkst du, du wirst mit deiner Familie vor Gott stehen? Mit deiner riesengroßen Familie oder was? Du wirst alleine, nackt vor dem Herrn Jesus Christus stehen. Entweder beugst du deine Knie zum Gericht oder deine Knie zum ewigen Leben.
Deswegen mein Appell an dich, such dir den Herrn Jesus Christus nicht als Richter aus. Such ihn dir als deinen Retter aus. Das ist das Heftige an den Herrn Jesus Christus, die Ambivalenz. Er kann sowohl dein Richter sein, aber auch dein Retter. Wir entscheiden uns, wie wir ihn aussuchen. Ich habe mich entschieden, ihn als meinen Retter zu akzeptieren. Der Herr Jesus Christus ist mein Fels, meine Burg, mein Ein und Alles. Ohne ihn würde ich das ja gar nicht hier aushalten. Er gibt mir die Kraft, das Ganze durchzustehen. Und ich danke ihm jeden Tag und beuge meine Knie vor meinem Herrn Jesus Christus und liebe ihn über alles. Und ich hoffe eines Tages, dass du auch Liebe für ihn empfindest und das siehst, was er für dich am Kreuz getan hat. Denn es gibt keine größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde gibt. Und der Herr Jesus Christus hat sein Leben für dich gegeben. Er hat sein Leben für dich gegeben. Er hat es bewiesen. Er hat es bewiesen am Kreuz. Wer lässt sein Leben für dich? Nur einer in der Weltgeschichte hat es getan. Der Herr Jesus Christus. Der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und ich bin stolz, ein Nachfolger Christi zu sein und meinem Herrn Jesus Christus zu folgen. Deswegen wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du eines Tages eine Entscheidung für ihn triffst. Du läufst jeden Tag ohne Versicherung rum. Wenn du in diesem Zustand stirbst, mein lieber Muslim, du wirst für alle Ewigkeit in die Verdammnis gehen. Das garantiere ich dir. Und der Herr Jesus und die Schrift sagt das auch eindeutig. Der Herr Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Damit macht er klar, niemand kommt in den Himmel als nur durch mich. Nicht durch den Islam, Buddhismus, Hinduismus oder andere Religionen. Er vernichtet alle Religionen. Der Herr Jesus Christus liebt dich und hat sein Leben für dich gegeben. Und mach dich bereit, dein Leben ihm zu geben. Denn er hat es wirklich verdient. Er hat es auch bewiesen am Kreuz, seine Liebe zu allen Menschen. Ich wünsche dir Gottes Segen bei der Entscheidung deines Lebens. Alles Gute.